Sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part Nether. Unser Plan sieht vor, dass wir uns Richtung Lakeside aufmachen. Wir haben uns Pakete mitgenommen und dabei sind die Mina, die hier, du siehst ganz schön gefährlich aus mit deinem Helm, ne? Das muss ich ja mal sagen, weil es Helm und Brecheisen, das ist schon. Und der junge Mann mit dem leuchtend blauen Kopf, Raven. Hi, ihr beiden. Hi. Hallo. Ich bin auch gefährlich. Ja, du siehst auf alle Fälle voll dangerous aus. Hier, dahinter uns ist Nether, der, Was? Oh! Brandgefährlich weglaufen. Er ist nur ein kleiner. Ach, da. Boah, du ballerst da aber auch ganz schön drauf. Meine Fresse. Okay, weiter geht's. Ja, mit dem Paket ist natürlich auch immer ein bisschen der Nachteil, dass man nicht so viel Zeug mitnehmen kann mehr, ne? Also man kann schon immer noch ein bisschen was so mitnehmen, was man so an Loot unterwegs findet, aber so viel ist es dann irgendwie doch nicht mehr. Ich schon immer, ja. Ach, guck mal, da vorne ist ein Supermarkt. Gut, teilweise hat man ja auch das Problem, dass man so viel Loot dann noch gar nicht findet. Dann hast du das Paket abgegeben, hast voll viel Platz und findest nichts mehr. Ja, das ist doch immer so. Also das ist ja jedes Mal, auch wenn du dann, weißt, hast die Tasche schon voll on, dann könntest du da noch looten und da noch looten. Euch ist alles voll, geil. Dann stehst du nachher da. Dann sind auch die Krankenwagen bestimmt voll. Hier leuchtet alles. Oh ja, hier leuchtet alles, ja, ich sehe auch. Sehr gut. Okay, oh ja, den Bromax, den kann ich brauchen. Die Chips lasse ich euch mal, ich bin auf Diät. Oh nein. Also ich habe Chips, ich kann die nehmen zum Stacken und wer dann Bedarf hat, meldet an. Ja, ja klar. Ich habe jetzt auch dreimal hier Wasser, ne? Ist genau dasselbe, obwohl einmal nehme ich. Moment. Ach ja, so. Ich könnte eigentlich auch mal was essen jetzt, wo du es sagst. Guck mal, hier leuchtet auch noch. Oh ja. Cool. Ja, also draußen geht ruhig mal zu den Krankenwagen gleich. Oh, guck mal, hier ist auch alles voll. Geil. Ja, ich guck mal, ob ich da was finde. Ah ja, hier ist auf alle Fälle was drin. Schauen wir mal, was drin ist. Ist ein Police-Koffer. Es wird eher Moon drin sein, ja. Munition und Zigaretten. Das ist ja heftig, ey. Es hört gar nicht auf. Das ist doch cool. Vielleicht sind, also weil wir haben, es sind auch vielleicht nicht so viele Spieler hier in der Gegend. Da haben wir ein bisschen Glück diesmal. Ja, muss man das ja darf auch ruhig mal sein. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja nun auch schon oft genug Pech gehabt, ne? Ja. Um es mal vorsichtig zu sagen. Boah, Alter. Ich hätte geschossen beinahe. Das kannst du doch nicht machen. Du kannst mich doch nicht einfach abschießen. Nee, das ist unhöflich. Das finde ich auch. Ja, stimmt. Warte, stell dich mal mit dem Rücken zur Wand. Aber das tut doch weh. Aber guck mal, wenn hier was drin war, dann lass doch mal da drüben auch noch mal gucken. Ja, können wir gleich machen. Warte, ich habe hier noch gesammelt. Okay. Ja, dann schauen wir da drüben auch mal, wa? Machst du schöne Platschgeräusche? Ja, ich komme da wahrscheinlich über den Zaun nicht rüber. Ich laufe mal rum. Ach so, ja, ich kann ja höher springen. Ja. Das tut mir leid, dass ich euch in die Irre geführt habe. Ich glaube, der Laden ist hier zu. Der hat dicht gemacht, der will bei der Apokalypse noch nicht mehr aufhaben. Oh, guck mal hier, Energy-Riegel. Ja, hier liegt auch noch wieder ein Bromax rum. Ach so, willst du den haben? Okay. Na, den kannst du schon nehmen. Ich hab zwei. Nee, nee. Mach mal. Hier sind noch Sachen. Könnt ihr auch aufheben? Brauche ich nicht. So. Oder Kamine aufheben? Ich bin gerade draußen beim Auto. Ach so, okay. Dann, ja, Waffenteile aufgehoben. Damakash, die lootet schon. Ich lasse es liegen. Chips und so. Energy-Riegel. Ist da? Okay, dann können wir ja weiter, ne? Oh, guck mal, es ist Tag. Oh, guck mal, sehr das gut. Wird wieder hell, ja. Ja, ein bisschen sehr, schnell sehr schön. Zwar, aber. Ja, da drüben ist noch ein Lager, da können wir noch gucken. Ich schieße nicht, ich stehe hinter dir. Aber da drüben ist so ein Sniper-Haus, ne? Ich sag's nur. Ah, ich guck nur mal, ob's hier. Ja, Loot ist hier. Das schräge Haus da. Mhm. Der riecht, dass wir Lebensmittel haben, deswegen schießt er jetzt wahrscheinlich auch. Könnt ihr haben? Weiß ich, wie ich wählerisch bin, ne? Ich nicht. Oder hast du noch eine Smoke-Granate und alles? Habt ihr? Ja. Ja. Was war das? Okay. Ist ja. Der nächste Supermarkt. Ey, sag mal, was ist denn hier los? Hier war wohl voll die Shoppingmeile, wa? Ist ja nicht zu glauben.
Da drüben ist auch dann nochmal einer. Gibt's ja nicht, ist ja verrückt. Hier ist aber leer. Naja, der ist ja nur klein. Die Tankstelle können wir nochmal checken. Ja, da drüben ist auch noch so ein Baileys, irgendwas genau. Auf was schießt du? Auf das, was da gleich ankommt. Nein! Oh nee, er will nicht. Er hat keine Lust. Ich wollte gerade sagen, keine Lust zu spielen. Jetzt hast du ihn zum Schmollen gebracht. Alter. Ey, ich hätte jetzt geschossen. Ich wusste nicht, dass du hier schon bist, ne? Du bist halt aber auch schreckhaft. Ja, aber ich wollte gerade sagen, was bist denn du für ein Mädchen? Seid ihr denn jetzt? Ja. Jetzt bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Oh, und voll gegen die Zapfsäule. Da bin ich. Ja. Wunderbar. Ah, okay. Ich kann nicht mehr aufheben. Das heißt, ich laufe nur noch jetzt. Ach, guck mal, wir müssen nur geradeaus laufen. Ja, ja, wir sind ja eh fast da. Ist ja nicht mehr weit. Ich höre hier irgendwas schnauben. Ja, Crawler. Mm. Wo ist denn das Vieh? Keine Ahnung, das ist voll mies in dem hohen Gras hier. Ja. Ich habe die Viecher am Arsch gehabt, aber danke fürs Helfen. Du bist doch gut bewaffnet, außerdem bist du ein Mann. Eben. Naja, 64 Schuss sind schon weg, das geht irgendwie zu schnell. Weißt du, nachts gehst du davon aus, da tauchen 1 Million Viecher auf, aber nix ist, fällt aus wie ein Bodennebel. Jetzt kommen sie tagsüber alle rausgebrannt hier. Das war grad heiß, ich hab dich fast abgeknallt. Ich hab's gemerkt. Ich hab dich aber nicht getroffen. Nee, hast du nicht. Da hinten ist noch ein Auto. Also ihr müsst looten, weil ich kann nicht mehr. Ja, bin dabei. Hier, da kommt mal mit. Aber ich glaube, das ist Schlüssel. Oh. Warte mal noch. Da Alter, was noch ist denn hier los, ey? Ja, ich habe noch gelootet. Ja, ich weiß auch nicht. Jetzt war ich in der Schusslinie, oder? Das Vieh hat mich getroffen, ich weiß nicht. Nee, ich habe nichts. Okay. Da mal regelt das hier schon, sehe ich. Ja, immer drauf mit dem Katana hier. Dämmer. Hier sind die nächsten. Ja, also weiß ich auch nicht. Manchmal ist schon echt irgendwie verhext, ne? Komisch. Ja, egal. Ja, das mit Schlüssel. Ja, ich guck mal, wie viel Platz ich noch habe. Das ist noch ein Wohnwagen, das ist auch mit Schlüssel. Ah, ich glaube, ich kann noch aufmachen. Warte. Ich glaube, vom Platz her dürfte es reichen. Tor 1, 2 oder 3 mit dem Zong. Wollen Sie das Auto oder wollen Sie den Wohnwagen? Ich wollte immer den Zong. Der war ja cool. Der ist ja auch toll. So, was haben wir denn jetzt hier aufgemacht und nichts drin, oder wie? Cool. Ja, ist in letzter Zeit öfters. Ich würde auch empfehlen, dass wir das mal lassen, weil ich habe mit dem Skills halt gespielt und der hat auch mehrere Sachen geöffnet und irgendwie war da nie was drin. Vielleicht buggy momentan, keine Ahnung. Ja, das kann schon sein, obwohl mitunter ist ja was drin. Es ist halt, ja, Gott weiß. Ah, hier ist noch was zu looten. Gehen denn die Schlüssel dafür drauf? Ja. Oh nein. Wir hatten Schwieger. Hinter euch, vor euch, neben euch da. Wo? Was? Wie? Da hinter dir. Oh, den hat's aber schön weggefetzt gerade. Ja, aber ist doch merkwürdig. Was kommen die denn hier jetzt alle tagsüber angedackelt? Sind die ein bisschen doof? Ja, wir müssen halt in die Safe-Zone. Fick dich! Oh, Entschuldigung. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das sage ich eigentlich nur offline, aber... Kam jetzt so spontan raus. Ich habe nichts gehört. Was hast du gesagt? Ja, dass wir zur Safe-Zone müssen halt, ne? Ja, genau. Das habe ich auch verstanden, ja. So, na siehst du. Tele. Ach, das Hochhaus da ist auch echt episch, ne? Da hinten im Hintergrund, das Heile. Oh, da wohnt die High Society, weißt? Die haben sich da verbarrikadiert, denen geht's gut. Meinst du? Sollen wir den mal Besuch abstatten? Ja, ich bin dafür. Raven hat's ja offscreen schon versucht. Der ist da ja irgendwie rübergesprungen. Auf die eigentlich nicht vorhandene Map. Oh, weißt du, da wo die Map aufhört. Und kam dann aber auch nicht mehr zurückgesprungen. Musste dann reloggen. Oh, hier ist noch was zu fugen. Ja, hier war gerade ein Kühlschrank mit 2x Wasser. Auch nicht schlecht. Jetzt habe ich schon 4. Sehr gut.
Oh ja, hier ist auch zweimal Wasser, tatsächlich. Mina, willst du eine Flasche mitnehmen? Ja, gerne. Damit du dann deine Chips auch runterspülen kannst. Ja, das ist sonst so trocken. Ja, da kriegt man immer Durst von Chips. Das ist ganz... Sag mal, sehen wir nicht jetzt mal langsam... Ach so, wir müssen da lang. Ich wollte gerade sagen, wir müssten eigentlich schon längst da sein. Wo bist denn du jetzt? Ja, hier. Wo hier? Da. Wir sind raus aus dem Laden gegangen. Ja, du warst eben gerade noch hinter mir. Ich da, ach, da. Ja. Ich da, ja. Hab gefunden. Ja, eine Minimap fehlt tatsächlich, ne? Also, das ist schon... Schießt du auf mich? Ja, das war gerade so ein bisschen so. Kommt, Leute. Unhöflich. Trillt mal nicht rum. Ja, unhöflich ist der Raven heute. Total unhöflich. Versucht mal zickzack zu laufen, wenn ihr da drauf zulauft, ne? Falls ein Sniper irgendwo ist. Ach so, ist na so. Ja, klar. Ja, ja. Da wird sowieso gerannt. Oh, jetzt habe ich Angst. Okay, ist safe. Das ist schon mal gut. Safe Zone is safe. Dann gucke ich mal schnell Pakete. Wo müssen die hin? Oh ja, da muss ich auch mal gucken, tatsächlich, wo ich zum meins Red abgeben Trader muss. Müssen wir. Welcome to the safe zone. Yay. Yay. Ah, da verlasse ich sie wieder. Ups, schnell wieder weg. Das ist aber gemütlich hier. Und dann kannst du nämlich dein Tutorial hier auf jeden Fall auch fertig machen, dass du dann da überall auch handeln und machen kannst. Das ist ja sonst blöd. Na, Gott sei Dank endlich. Dann kannst du auch eine Tribe aussuchen und so eine Sachen hier. So, also ich stehe beim Red Trader, falls du deine Pakete abgeben möchtest. So, ich muss ja, ich habe, wie gesagt, ich habe sowieso noch Inventargedöns zu machen. Dass ich hier mein Global mal ein bisschen aufgeräumt kriege mit dem ganzen Nether-Geschisse da drin. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen eklig, da irgendwelche Köpfe und Häute und Blut und was man da alles so drin hat, ne? Rechts musst du. Ach da, ja, ich sehe schon. Mhm. Ja, schade, ne? Wenn man Level 31 ist, so wie ich jetzt, ne? Nein, das war jetzt kein Angeben. Das wollte ich nochmal so erzählen. Dann kriegst du ja gar keine Erfahrungspunkte mehr. Also, naja, macht ja Sinn. Brauchst du ja auch nicht mehr. Nö. Wobei, ja? Ist das hier jetzt Flats Gun Shop? Nee, ne? Nee. Ich muss zu Flats Gun Shop. Wo ist denn der? Vielleicht da, wo die Lichtsäule ist. Nee. Das Tribe. Du musst dahin gehen, wo, ja, zum Gunshop halt, ne? Also ich meine da, wo, ja, wo du Guns craften kannst. Weiß jemand, wo das ist? Ja, komm mit. Nee, doch, hier lang. So, jetzt kann ich hier nämlich... Müsste hier eigentlich sein. Guck mal, Vlad Weaponsmith. Ja, da steht Vlad dran, da ist bestimmt auch Vlad drin. Das ist gut. Wo Vlad dran steht, ist auch Vlad drin. Ja, nicht unbedingt, wo Lasagne draufsteht. Ne? ja, was wollte ich denn jetzt? Ach genau, ich wollte mein Zeug eintauschen, siehst du. Jetzt muss ich mal ins Global pushen, sozusagen. Übrigens muss ich mal was erzählen. Ja. Was ganz Trauriges. Was Trauriges? Ja. Heute habe ich gespielt, also offline, online, alleine, ne? Und dann stand da von den Stalkern einer, also Stalker-Tribe. Ja. Bei Riverside Outpost und der stand da dann so und schreibt im Chat so, ah, hast du was zu essen für mich? Ich verhungere gerade. Und dann habe ich dem so zugeschrieben, weißt du was, mein Freund? Ihr habt uns permanent weggesnipert, ne? Such dir mal schön selber was zu essen. Tschüss. Das ist aber sehr gemein gewesen. Ja. No. Oh, die haben uns ja mal weggesnipert, ne? Ja, wir vergessen nichts. War das denn noch einer von denen, der uns wirklich abgeknallt hat? Oder war das nur einer von der Gruppe? Nö, der war nur da im Tribe drin, mitgehangen, mitgefangen. Oh, ist das gemein. Ich muss jetzt mal nochmal eine unqualifizierte Frage stellen. Der bietet mir jetzt an, irgendwas zu craften. Ist das das Ende des Tutorials, das ich hier turnen muss? Ich glaube, ja. Genau. Dann mache ich das jetzt mal. You can trade or craft at shops in the safe zone. Yeah! Na siehste, ist das denn nichts hier? So, dann nehmen wir erstmal das ganze Netherblut. Ich muss jetzt mal wissen, ich leere jetzt mein ganzes Inventar und Alter, ich habe 5 Flashlights mit. Ja, warum? Aber warum? Aber warum das denn? Ja, weil ich dir eigentlich eine geben wollte. Ja, das können wir ja gleich machen. Nee, jetzt bitte, wo bist du?
bin hier beim. Ich kann nichts aufnehmen. Ich habe keinen Platz. Also, okay, dann. Das ist. Deswegen sage ich ja, wollte ich ja hier Hinweis, damit ich ein bisschen Zeug eintauschen kann, weil ich kann. Ja. Wo finde ich den Tauscher für Sachen? Nether und so. Da wo ich stehe, da geht den. Wo stehst du? Woanders. Ja, genau. Auf der Map blinzeln. Ich tausche jetzt hier auch einfach alles sinnlos ein, das ist mir wurscht. Guck einfach mal, was ich so kriege hier. Na, was haben wir hier denn? Ach, das ist. Ja, genau. Dann pass auf, dann nehmen wir das. Raid. Ach, da stehst du. Raid. Ach, bei diesem Junk-Typen. Ich dachte, bei dem Junk-Typen muss ich dann hin. Der für den Müll. Das ist so ein gelbes Zelt am Ausgang. Nee, ich bin bei dem Nether-Zeug jetzt. Also, wo du dann so Wasser, Munition und Waffen und so gegen die Nether-Sachen eintauschen kannst. Bei dem stehe ich jetzt halt rum. Ja, ich stehe hinter dir, aber ich kann hier nichts eintauschen. Ich glaube, ich habe mehr Müll mit so Bratpfannen und so. Ich guck mal, dass ich das Zelt finde. Ja. Der muss irgendwo ganz am Ausgang sein, ja. Ja, aber wir sind auch schon am. Huch, das war das falsche Teil. Wir sind schon wieder am Ende dieser Folge angelangt, tatsächlich, ne? Schon. Ich würde sagen, wir traden jetzt hier noch friedlich, fröhlich weiter und schalten dann im nächsten Part wieder zu, wenn wir uns fertig getradet haben, oder? Ja, klingt gut. Klingt doch nach einem Plan. Ja, dann danke ich wie immer sehr, sehr fürs Zuschauen, ne? Und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.